Radius haben. Also ein Zweierradius, was die Sprengung angeht. Oh. Wir brauchen auch noch. Oh Gott, das ist so retarded, ey. Das ist wirklich retarded. Wir bräuchten eigentlich mal einen Schlüssel. Ich will auch den Schatzraum hier mitnehmen. Ja, den Shop meine ich. Health up, nice! Das ist eine coole Pille gewesen. Das ist ziemlich cool. Oh, da ist wieder eine Münze. Ich freue mich jetzt schon echt über diese kleinen Münzen schon alleine. Als immer einfach, oder fast immer. Boah, wo springen die denn hin? Oh, nee. Oh, das war ja richtig fies. Das war ja richtig in der linken Nummer, ey. Sehr gut, Münzen. Wir brauchen Schlüssel, Leute. So. Jetzt bin ich am Überlegen. So. Schauen wir doch mal. Wir können hier oben in den Arcade-Raum reingehen. Das kostet eine Münze. So. Dann können wir. Wir bräuchten eigentlich zwei Schlüssel, weil ich würde gerne den Kampfraum betreten und ich würde gerne die eine Kiste öffnen. Das heißt, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall schon mal Münzen. Oh Mann, ja. So, okay. Spielen wir mal hier ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe auch noch den Secret-Raum zur Verfügung. Ja, wenigstens einen Schlüssel will ich haben. Weil ich glaube, in dem Kampfraum kann immer was Geiles drin sein. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt für euch ein bisschen langweilig, aber. Oh. Hier vielleicht ein Schlüssel. Ein Herz. Dann können wir eventuell auch wieder. Ah. Schlüssel. Oh, jetzt. Komm schon. Oh ja. Oh, das war sogar Doppelwurf. Weil, das zeige ich euch gleich. Man kann jetzt mit dem goldenen Schlüssel nämlich alles aufmachen. Hier vielleicht der Secret-Raum. Hier vielleicht. Ja. Nice. Wieder ein paar Münzen. Könnten eventuell 12 sein. Ah, nicht ganz. Aber 10. So, jetzt gehen wir in den Shop. Und die beiden Schatzkisten nehmen wir auch noch mit. Das ist super cool. Und wir behalten sogar noch den Schlüssel. Das ist halt echt. Oh. Oh, Greed ist nice. Greed ist richtig nice, weil er droppt den Steam Sale auf keinsten, weil wir den schon haben. Und wow, er droppt 100 Millionen Münzen. Das ist richtig cool. So, weiter geht's. Das könnte ein echt cooler Run werden, Leute. Wenn wir noch ein bisschen mehr Münzen bekommen. Wieder noch. Vor allem mit dem Gift zusammen. Brauchen wir eigentlich nur noch liegen. Der Schaden, den wir schon machen, ey. Dieser Schaden ist so hoch. Sehr gut. So, dann haben wir noch eine Kiste weiter. So, warte mal, wir können ja eigentlich nochmal in den Dingsraum gehen und da auch nochmal alles auf. Na, wie heißt das? Die Donation-Maschine benutzen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall so viel rausholen, wie es geht. Oh, nice.
Ein HP-Upgrade. Und noch eine Münze sogar. Sehr gut. So, nächstes HP-Upgrade. Alter, wie gruselig sehen wir denn bitte aus? What the hell? Gut, wir gehen weiter. Syndrom könnten wir eventuell mitnehmen, aber ich will das blaue Herz eigentlich nicht opfern dafür. Weil das ist echt zu krasses Gegamble. Da könnte auch der größte Crap drin sein, den es gibt. Und das will ich wirklich nicht eingehen, das Risiko. Oh, schade. Nur eine Bombe, aber immerhin etwas. Gut, dass wir da... Auch wenn wir einen Schlüssel bekommen hätten, erst den Kampfraum aufgemacht hätten. Weil ein Schlüssel für eine Bombe tauschen hätte sich in dem Moment jetzt nicht gelohnt, weil wir ja Bomben ohne Ende haben. Und dementsprechend wäre das nicht so nice gewesen. Das sind auf jeden Fall jetzt die Tiefen. So, weiter geht's. Hier nicht, sind nämlich auch nicht gar nicht mal so einfach. So, das werden wir auch wieder mitnehmen. Das war nicht so nice. Wir werden jetzt trotzdem auch mal in den Shop gehen nochmal. Nicht wirklich worth. Die Pickaxe taugt halt echt gar nichts. Wenn die wirklich noch einen anderen Effekt hätte, aber die kann nur Steine kaputt machen, ne? Ja, das ist einfach Crap. Die kann echt nur Steine aufmachen. So kaputt machen. Das ist halt wirklich einfach nur totaler Mist. Cheat! Give me that cheat. Give me that cheat. Give me that, give me that, give me that cheat. So, abwarten, bis das alles weg ist. Wieder auf Nummer sicher gehen. Und eine weitere Kiste. Da machen wir mal hier die Bombe hin. Okay, da schon nicht jetzt. Oh, Tummy Set, das ist cool. Das ist ein echt ein cooles Item, muss ich sagen. Denn damit kann man einmal mit Leertaste Schüsse in alle Richtungen abgeben. Das werde ich gleich mal zeigen. Und gerade mit unserem Schaden ist das echt ganz cool. Also da lohnt sich dieses Item echt schon. Ja, habt ihr das gesehen? Der eine Viech war sofort tot mit einem Schuss. Das ist echt nice, oder? Das finde ich immer ganz cool. Also das Item ist echt ganz witzig. Was ist das? Dieser Schaden. So hoch. Also von daher kann man das wirklich schon gebrauchen. So, 71, ja, schade. Keine Münze gekriegt. Ah, der Counterfeit Penny hat sich richtig gelohnt. Ey. War gut, dass wir den mitgenommen haben. Ich war erst am Überlegen, aber. Das blutige Zeug hier übrigens, da darf man nicht reintreten, weil man dann einen Schaden bekommt, glaube ich. Ne? Das heißt, wir würden unser blaues Herz verlieren. Wir gehen mal zum Boss. Gish! Oh, Gish ist auch cool. Gish gibt uns nämlich einen Begleiter. Müssen wir nur gucken, dass wir den hier auch nicht verkacken. Nicht reinranzen hier. Immer so mega konzentriert, wenn die Bossfights kommen. Dann rede ich immer nicht. Das muss ich mir mal abgewöhnen. Aber ich denke mal, ihr könnt das verstehen. Das ist halt die Challenge hier, die echt auf Doom ist, einfach nur. So, Lil Gish. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ein Begleiter, der nicht nur Schaden macht, sondern auch noch den Gegner verlangsamt. Das Pentagramm ist halt echt so nice. Oder ist das der Mark? Ich glaube, das ist Mark, ne? Ich guck mal eben. Ja.
Ein Soul hat ein Damage, 0,2 Player Speed. Ach, ich nehm's mit. Wir haben im Endeffekt nur ein Leben bezahlt, ist dafür. Und das ist halt echt ein super stronges Item. Das unseren Schaden nochmal bufft. Und ich hoffe, wir kriegen eventuell noch das Item, dieses Trinket Cancer. Das würde diesen Run hier auch extrem buffen. Oh Gott, shit, das war richtig fail. Oh, das war richtig fail, Eric. Das war ein richtiger Lauf-Move. Wow, wir kriegen tatsächlich das Trinket. GG. So, und jetzt seht ihr ja schon, unser Attack-Speed ist jetzt immer größer. Oh, das hat sich ja richtig gelohnt. Nicht. Nicht. So, wir werden aber nochmal hier für die Ebene trotzdem nochmal den Counterfeit-Fan gleich mitnehmen. Weil wir haben noch einen Secret-Raum. Und ja, den können wir auf jeden Fall mal benutzen. Oh, dafür werden wir das auch holen. Oh, ja. 10 Münzen. So, kann auch eine Elfte drin sein. Ja, cool. So, das heißt, wir holen uns noch den Secret-Raum. Der könnte eventuell hier sein. Wobei ich glaube nicht wegen dem Kampfraum. Der könnte aber hier zum Beispiel sein. Oder der könnte hier oben sein. Na, also. Jawohl. Könnten nochmal 6 Münzen sein. Schade. Waren dann doch nur 3. So, jetzt haben wir 88 Münzen, dann sollte eigentlich reichen. Dass wir den Counterfeit Penny jetzt nicht mehr mitnehmen brauchen. Vielleicht, ihr seht ja unser Attack Speed. Und jetzt mit Cancer. Ah, es ist einfach verdoppelt. Und es geht sogar über die Maximalgeschwindigkeit hinaus. Das heißt, wenn wir jetzt Tiers Up Items finden, dann ja, haben wir richtig gewonnen. Dann ist richtig GG. Dementsprechend müssen wir uns auf jeden Fall mal auf die Suche nach Tiers Up Items machen. Und ich hoffe, wir kriegen auch noch welche beim Boss. Weil es kommt ja noch Mutti und Mutti kann ja auch noch ein Item droppen. Also zwei Items kommen auf jeden Fall noch. Weil die große Mutti droppt ja nichts und ja, Curse of the Lost ist auch richtig nice. Das ist richtig cool. Das ist nicht so cool. Ein Herz, Alter, das ist echt nicht geil. Wir brauchen noch ein blaues. Das ist ganz cool, ja. Puh, wir müssen uns jetzt so megamäßig anstrengen. Eigentlich nicht gut für mich. Ich hoffe, hier ist ein blaues Herz drin. Oh Gott. Super Greed auch noch. Weil das ist natürlich cool, weil wir jetzt dadurch halt noch einmal Münzen kriegen. Oh ja. Der Quarter. So, jetzt haben wir maximale Schaden durch die Money Power oder. Oh, das ist aber ärgerlich, weil wir nur ein Leben haben. Damit kommen wir auch nicht weit. Also damit kommen wir auch definitiv nicht zum blauen Baby. Das reicht nicht. Gehofft, dass vielleicht Kill und Ninetales drin.
Manchmal sind diesen Dinger, glaube ich, auch drin. Bin mir aber nicht sicher. Ich meine, das schon mal gesehen zu haben. Und das ist auf jeden Fall jetzt Moody. Das Problem ist, dass wir auch Moody, glaube ich, echt nicht so einfach klatschen können, wenn wir keine Items haben oder keine Herzen haben. Das ist halt echt kacke. Ich sag mal so. Ich muss hier einfach aufpassen. Sollte da eigentlich gehen, aber. Ach Gott, ey. Das ist so kacke. Hier ist er leider nicht. Nicht! So, hier aber vielleicht. Hm. Was ist denn der Secret Raum? Vielleicht da oben. Bei dem Oh Gott. So schade, Mann. Wir hatten so einen schönen Itempool. Ah, das war so bitter. Ich glaube, wir hätten nicht mehr Dings mitnehmen dürfen, den Damage Upgrade. Weil wir dann nur noch ein rotes Herz hatten. Ja gut, kann man nichts machen. Ich würde sagen, das war's für heute mit Binding of Isaac. Schreibt mal in die Kommentare, was wir als nächstes denn so machen sollen. Weil, ja, mit allen Charakteren sind wir jetzt bei Satan auf jeden Fall schon durch. Das heißt, wir müssen nur noch durch die Kiste und durch die Kathedrale. Vielleicht noch mit ein, zwei Charakteren durch die Kathedrale auch. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein.